Oh mein Gott, es ist der 10.12. und ich glaube, für mich ist heute schon Weihnachten, weil, wie du siehst, ich habe hier ein Paket stehen, hast wahrscheinlich schon in der Beschreibung gelesen vom Video. Hier ist was drin und das machen wir jetzt gemeinsam auf. Ich bin mehr gespannt. Übrigens, falls ich etwas nasal rede, ich bin auch leicht angeschlagen, ja, ist man mal übers Wochenende weg und schon wird man irgendwie krank. Aber halt so wild, gibt Schlimmeres, insbesondere wenn heute so ein Tag ist. Wo ich sowas hier stehen habe. Also, lass mal aufpacken. Ich hoffe, mit der Kameraposition, das passt soweit. Ich glaube, ich verschiebe die noch mal etwas um. Ich weiß gar nicht, wo jetzt hier hinten und vorne ist. Ich würde mal vermuten, dass das hier vorne ist. Muss mal schauen. Über das Päckchen am besten aufkriegen. So, ich schieb dich mal kurz mit runter. Dann siehst du das hier auch. So, perfekt, oder? Schon viel besser. So, sieht aus wie ein Sarg, aber das kann ich dir schon mal sagen, es ist nicht. Hauptsache ich mache nichts kaputt. Das hier oben nochmal zu. Ach ja. So, das sieht schon mal gut aus. Auf jeden Fall schon mal gut verpackt. Ah ja, okay. Dann geht das anscheinend so auf. Über 10 Jahre meiner E-Gitarren-Karriere habe ich auf diesen Tag gewartet. So. Immer schön mit dem Messer zum Körper weg. Ja. So. Hier ist was. Ich schiebe noch ein bisschen weiter nach vorne. Ah, Moment, ja, hier hin. So. Ich bin schon mal sehr gespannt. Also, jetzt bin ich weggerutscht, da passt noch. Aber ich habe selber vorher nur ein paar Bilder gesehen und nichts anderes. Umso gespannter bin ich jetzt, wie das Ganze in echt aussieht. Also, so sieht das dann wahrscheinlich aus, wenn du von Sigi Braun eine Custom Shop Gitarre zu dir nach Hause geliefert bekommst. Also, verpacken ist schon mal mega gut. Hier nochmal mit Schaumstoff eingewickelt, ja, da kann rein theoretisch trotz der ja, Erlebnisse, die ich persönlich schon mit den ja, manchen Dienstleistern hatte, manchen Paketdienstleistern schon hatte, nicht viel passieren. Hier auch ein nettes Köfferchen ist mit dabei. Ist überraschend leicht, hätte ich nicht gedacht. Ja. Hier nochmal schön mit Logo, das ist schon mal sehr gut. Und am besten, ne, hau ich den Karton hier mal kurz weg. Das verstauen irgendwo, dass das so im Weg ist. So, das Ding kommt hier ran. Bam. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Ich stecke es mal auf die Seite. Dann siehst du es auch direkt. So, Messerchen kann auch weg. Ja, also bin mega aufgeregt. Schau mal, was drin ist. Ja, machen wir das Ganze mal auf. Moment, ich muss eine Kamera ein bisschen anders machen, dann sehe ich das auch. So. Einmal Sesam öffentlich. So, sollen wir einen Blick riskieren? Ich nehme die am besten mal mit. Moment. Ich habe hier nur die Cam am Strom, deswegen bin ich ganz so flexibel. So. Schau mal, ich mache den Moment, ja. Teile ich mit dir und genieße ihn nicht mal nur alleine, sondern können wir hier gemeinsam machen. So, 3, 2, 1. Holy shit. Oh yeah. Oh mein Gott. Alles finde ich, ja. Jetzt je nachdem, wie hier das Licht drauf scheint, aber das finde ich, kann ich dir sagen, sieht noch mal geiler aus als auf den Bildern. Holy shit. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Kamera noch am Strom. Ich nehme sie mal kurz raus. So, hier sind noch Schlüssel, was haben wir mit dabei? So, Schlüsselchen fürs Köfferchen. Ich nehme sie mal kurz raus. Oh Mann, das finde ich jetzt wirklich einfach nur bombastisch. Zeig sie mir mal im Ganzen. So, hier oben sieht man es dann auch nochmal.
Ja, Siggi Braun. Custom Shop. Handmade, nichts von der Stange. Sondern so, wie du das dann im Endeffekt haben möchtest. Und in dem Fall so, wie ich das haben möchte. Ja, kommt auch mal so ein Zertifikat mit dazu. Da siehst du auch nochmal, was mit da drauf ist. Ja, also was wir alles mit dabei haben, das ist quasi ein Icarus-Modell. Body ist aus Corina, also sprich Corina-Holz. Top, also hier die Decke, Tiger Flamed Maple. Das heißt, das ist eine, in dem Fall hat Sigi die für mich nochmal extra rausgesucht, und zwar eine tiergeflammte Ahorn-Decke mit einer super, super geilen Maserung. Ich meine, guck dir mal dieses scheiß geile Finish an, mit dieser Maserung. So geil. Blackwood, das ist das Fingerboard, also das ist im Endeffekt Palisada, bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall es ist dieses Holz, aber eben schwarz, also nochmal mit etwas einem dunkleren Ton. Man könnte fast auch denken, dass es Ebony, also Ebenholz wäre, ist es aber in dem Fall nicht. Dann Neck, genau, Hard Maple Kambala, das ist nämlich auch nochmal hier die Besonderheit, und zwar, wie du hier siehst, das ist ein 4- bzw. 5-teiliger Hals. Ja, hier hast du 1, 2, 3, 4, 5. Ups, mit meiner Hand hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Teile. Siehst du auch nochmal die Konstruktion hinten. Hinten ist alles naturbelassen, ohne Lack. Und was haben wir noch? Klar, gut, Scale, dann Hardware, hast du mit dabei, dann die Hamburger, die zweimal Siggis Favorite, das sind dann, weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Häusel Pickups sind das, glaube ich, bin mir jetzt aber ganz sicher, schau, weiß selber nicht, was ich bestellt habe, nein, genau, das müssen die Häusel sein, das sieht man aber auch nochmal auf Siggis Website, da hat man dann Electronics, dann die Color, wie gesagt, dieses Black Cherry, ist sowas von geil, und dann schreibt er sogar nochmal, schau, das weiß ich sogar gar nicht, finde ich ganz cool, ich hatte vom Sound sogar noch mal mit rein, was dort quasi die Besonderheit vom Sound ist und was man da erwarten kann. Das ist auch noch mal eine coole Sache. Und auch die Frets übrigens, ich weiß gar nicht, ob das hier mit drauf steht. Hier genau, bei dem, schau mal hier beim Fretboard, Blackwood und dann 12-12 Mixed Fret. Und zwar habe ich hier vom ersten Bund bis zum 12. Bund ist ganz normal, und dann hier ab dem 13. Bund quasi ist dann werden die Bünde etwas schmaler, ja, damit man einfach hier vom Spielen her auf den höheren Bünden, wo ja hier quasi der Abstand etwas geringer wird, dass man da einfach nochmal ein besseres Spielfeeling hat. Ja. Also all das kannst du quasi bei Siggi Braun ganz so, wie du es haben möchtest, machen lassen. Hier die Fixed Bridge, bin ich auch mehr gespannt, wie die ist. Und auch hier, wie die Schaltung ist von den Humbuckern. Und zwar ist die Schaltung so, unterste Position ist dann der Bridge-Humbucker, dann oberste Position ist der Neck-Pick-Up und die mittelste Position, da werden die beiden gesplittet. Und du hast hier quasi Single-Coil, sodass du diesen Sound hast, wie du es eigentlich bei einer Stratten kennst, in der zweiten Position von unten. Da bin ich schon mal mehr gespannt. Also so sieht das ganze Baby aus. Moment, ich zeige es nochmal hier in vollem Glanz. Seiten nehme ich hier 10er, also 10-46er, also kein alternatives Schema, ne, sondern boah, auch der Headstock hier oben gefällt mir richtig gut, auch mit der Black Hardware, ja, auch sehr geil. Und ich muss echt sagen, ist überraschend leicht, etwas schwerer würde ich sagen als meine ESP, aber ansonsten auch relativ leicht. So, Moment, ich lege mal eben die Kamera wieder auf eine andere Position. Ja, also ich bin einfach mega gespannt, wie sie auch klingt. Sound-Samples gibt es natürlich, also es wird noch ein ausführliches Review über sie geben, auch wo du nochmal erfährst, warum ich mich für diese Gitarre entschieden habe mit diesen Spezifikationen. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein ausführliches Review geben von der Gitarre und dann natürlich auch mit Sound-Samples, also wie das Ganze klingt. Ich werde es mir jetzt wahrscheinlich dann direkt mal reinziehen, wie sie jetzt so klingt. Bin schon mega gespannt, sie dann auch... Ja, das glaube ich auch... Hat sich in der Kälte nicht großartig verstimmt. Also der Hals auf jeden Fall mega nice, sehr schön. Schön breit, aber trotzdem flach, aber nicht zu flach und nicht zu dünn.
Super geil. Also ich werde jetzt mal, glaube ich, mit dem Baby etwas rumspielen. Und wie gesagt, da wird dann bald noch ein ausführliches Review geben. Und vielleicht, was hier auch noch mit in dem Köfferchen war, ich gerade gesehen habe, ja, sieht man auch nochmal die ganzen Modelle von, Mensch, hol ich mal etwas näher ran, die ganzen Modelle von Sigi Braun, hier die Spirit of 59. Dann sieht man hier die Symphonia 7. Das ist, glaube ich, sogar ein Signaturmodell von jemandem. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und hier die Little Crow ist natürlich dann eine der quasi Sigi Braun getan, ja. Die quasi mit der auch angefangen hat. Ich weiß nicht, ob es die Little Crow war oder dann die Raven. Bin ich mir jetzt ganz sicher, aber ich glaube, es war die Little Crow, die richtig geil ist. Also auch vom Aussehen her. Und ja, wie gesagt, bei mir ist jetzt erstmal hier diese Icarus geworden. Wieso, weshalb, warum und warum ich mich für die Spezifikation entschieden habe und wie das ganze Teil natürlich klingt, was natürlich am interessantesten wahrscheinlich ist, ja. Das wird es, wie gesagt, in den nächsten Tagen geben. Ich habe die jetzt gerade hier von der Post abgeholt, wollte einfach eben fix dieses Video machen, ja, damit du auch schon mal siehst, was hier bei uns läuft, ja, damit du ja, quasi siehst, welches Weihnachtsgeschenk ich mir dieses Jahr schon mal vorab geleistet habe und gemacht habe. Ich bin mega gespannt, super happy. Und vom Aussehen her wirklich, ich kann echt nur wieder betonen, dieses Black Cherry mit dieser geflammten Decke, es sieht einfach nur hammermäßig geil aus. Ich halte es hier nochmal ins Licht. Einfach noch richtig geil, okay? Also, bleib up to date, was auf unserem Channel abgeht. Wird auf jeden Fall bald das nächste Video geben mit dem Review zu der ganzen Gitarre. Und dann hat es mich wieder mega gefreut hier in diesem Video und ich hoffe. Und dann verabschiede ich mich erstmal hier in diesem Video. Wenn du übrigens Fragen hast, beziehungsweise alle Fragen, die du hast zur Gitarre, schreib sie bitte unter dieses Video, ja. Lass uns wissen. Boah, ich muss mal hier die Position etwas wechseln. Hast du Fragen zur Gitarre an sich, ja? Warum wir die Holze verwendet haben, warum ich diese Pickups verwendet habe und so weiter und so fort. Also alle Fragen, die du hast, schreib sie unten in die Kommentare. Denn darauf werden wir dann natürlich eingehen, wenn ich dann das Review mache mit der Sigi Braun Icarus. Und gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, schon mal alleine für dieses geile Finish, oder? Ich zeig's hier nochmal in die Kamera. Schon allein für dieses Black Cherry, ja, muss es einfach einen Daumen nach oben geben, oder? Also, wir sehen uns in einer nächsten Lektion. Fragen unter das Video zur Gitarre werden wir dann beim Review berücksichtigen. Und damit wünsche ich dir noch mehr viel Spaß beim E-Gitarre lernen. Bis zur nächsten Lektion. Rock on!